Es gibt Kneipen, liebe Zuschauer, da wechseln Name und Betreiber alle Nase lang. Und es gibt auch welche, die sind einfach da, immer da. Die gehören zu einem Dorf oder zu einem Stadtviertel ganz fest. Die sind dann im besten Sinn zu einem zweiten Wohnzimmer für ihre Gäste geworden. So, in München-Schwabing, da gibt es genau einen solchen Platz, der nicht nur Wohnzimmer ist, sondern auch so etwas wie eine Insel. Eine Insel mit Berliner Flair. Und das mitten in der bayerischen Metropole. Der Countdown läuft unerbittlich. Ende Juli ist Schluss. Aber Wolfgang Ettlich und Henry Heppel tun alles, damit die letzten Tage noch mal so richtig schön werden. Denn ihre Kneipe hat längst Kultstatus. Das Heppel und Ettlich, man kennt es in München. 33 Jahre haben die beiden Wirte ihren Laden geprägt. Nicht zuletzt mit dem Charme ihrer Berliner Herkunft. Die Mentalität ist natürlich schon noch berlinerisch. Man hört es ja selber, nach 40 Jahren hörst du das im Grunde genommen, der Dialekt gar nicht so weg. Den kannst du nicht einfach unterdrücken oder so. Nur wenn du in Berlin bist, dann sagen die, wie sprichst du denn? Du sprichst ja so ein bisschen bayerisch und dann sage ich mal, das kann doch nicht wahr sein, oder? Bulette ist Bulette. Die Speisekarte hat sich nicht verändert, nicht groß. Nee, Buletten gab es, glaube ich, immer schon. Und Currywurst, gut, die ist doch nicht so alt. Die haben wir vielleicht seit 10 Jahren. Auch die Currywurst ist ein Import aus Berlin. Die Zusammensetzung der Soße ist dort ein wohlgehütetes Kneipengeheimnis. Bis zu dem Moment, als Henry Heppel Rezeptspion wurde. Danke, ich zahle dir 50 Mark. Gib mir mal das Rezept. Ist sie nach hinten verschwunden und hat was aufgeschrieben auf so einen Pappdeckel und dann hat sie es mir gebracht. Und dann haben wir die Soße so einigermaßen kreiert. Currywurst und Buletten allein hat das Heppel und Ettlich seinen Kultstatus nicht zu verdanken. Entscheidend sind schon die beiden Wirte, die ihre Gäste nicht einfach bewirten, sondern wie gute, langvertraute Gastgeber betreuen. Das Trinkverhalten hat sich extrem verändert. Weißt du, früher hast du ganz andere, gab's ganz andere Runden. Hast du 8 Bier waren für viele ganz normal gewesen. Ja? Das geht heute nicht mehr mit der Promillegrenze, mit dem Alkohol und so weiter. Von Anfang an war das Heppel und Ettlich auch eine Kulturbühne. Nicht immer sind die Künstler so prominent wie Udo Lindenberg, der hier 1980 aufgetreten ist. Aber gerade als Startrampe für Nachwuchskünstler ist das Heppel und Ettlich eigentlich nicht mehr wegzudenken aus München. Ich will jetzt nicht sagen, wie alt wir sind, aber wir sind ziemlich alt. Ja, also willst du natürlich, wirst du ruhiger, kannst keine Fässer mehr schleppen und den Stress willst du auch nicht mehr haben. Doch irgendwie muss es weitergehen, sagen Bayern 3 Moderatorin Susanne Rohrer und Schauspielerin Christiane Brammer, die im Oktober starten. Ja, natürlich wollen wir diese, wie der Bolle immer das so schön sagt, Kulturinstitution weiterhalten, völlig klar. Aber nach 33 Jahren muss man halt auch mal so ein bisschen drüber gehen. Ne? Ja, genau. Es soll Schwabinger Wohnzimmer bleiben, aber es muss so ein bisschen renoviert werden. Natürlich werden ab Oktober auch die Berliner Männer bei den Münchner Frauen Rohrer und Brammer zu Gast sein. Doch jetzt geht es erstmal darum, das große Abschiedsstraßenfest am Samstag zu feiern. Und jetzt geht es um eine andere Seite der Stadt.